Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne mal ein paar Produkte zeigen, die ich ausprobiert habe, die aber leider auf meinem Gesicht nicht funktioniert haben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video immer mal wieder der gleiche Aufruf, sucht und findet euch in den Kommentaren, falls ihr zusammen mal irgendwelche Trash-Pakete, Tauschpakete, dies, das, Ananas machen möchtet. Ich mache das ja zusammen mit meinen Trashy-Mädels oder mit Marion oder keine Ahnung, also bei mir finden die Produkte immer ein schönes, neues Zuhause. Jedes Produkt findet sein liebevolles Zuhause. Und vielleicht habt ihr aber auch Bock auf sowas, dann könnt ihr euch gerne untereinander suchen und finden. Und dafür eröffne ich immer super gerne unter solchen Videos die Kommentare. Ich habe ein bisschen gesammelt und wollte euch das einfach mal zeigen. Wir gehen hier wirklich von super günstig bis super teuer komplett durch die ganze Bandbreite durch. Manche Sachen fallen mir ganz schön schwer, ich sag's euch. Okay, also, Sprung ins kalte Wasser. Ich fange an mit Zoeva. Super Fingerabdruck anfällig, diese Verpackung. Das ist ein Bronzer in der Farbe Lumi 0.2 Radiant Bronzer / Highlighter ist das. Und ich finde den einfach zu schwach. Also bei mir macht er halt nicht wirklich was. Share Your Light, ne? Also ich finde den wirklich zu wenig. Ihr seht auch, wie sehr ich daran rumgerödelt habe, rumgewühlt habe. Authentic Power, ja, also die Authentic Skin Reihe mag ich eigentlich gerne, also die Foundation, das Puder, ne, wirklich toll. Der Bronzer ist mir halt leider wirklich zu schwach auf der Brust, ne, deswegen muss der gehen. Klar ist es jetzt halt im Sommer eine Sache gewesen, dass ich den da halt dann auch ausgetestet habe und dann aussortiert habe. Trotzdem, ich habe den ja auch schon im Winter ausprobiert, also zu verschiedensten Jahreszeiten, deswegen, ja, ist es das erste Produkt, was fliegt. Dann habe ich, ein Produkt von Sleek, längere Zeit in Anwendung gehabt, und zwar den Eyebrow Stylist. Da musste ich mir irgendwann eingestehen, dass er mir zu dunkel ist. Es ist auch die Farbe Dark, ne? 718. Hatte ich mal in der Beautybox drin enthalten und nun habe ich einfach für mich herausgefunden, dass er einfach zu dunkel ist. Ich habe das einfach gesehen, wenn ich dann Videos gedreht habe, dass ich einfach total balkige Augenbrauen hatte. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe mittlerweile eine Sammlung, die so schöne Produkte auch aus der Drogerie halt hergibt, ne? Die nehme ich dann einfach deutlich lieber als den hier. Die My Little Beauty Mascara macht leider nichts auf meinen Wimpern. Lash Dance, also meine Wimpern haben dadurch nicht getanzt. Deswegen, ja, geht sie weiter. Also, ne, ich weiß, dass manche Freundinnen von mir gerne Mascara tragen, aber halt auch gerne eine Mascara haben möchten, die jetzt nicht so einen Fusch-Wawawu macht, sondern halt einfach für den Alltag geeignet ist. Und da wäre die auf jeden Fall prädestiniert. 99% natürliche Inhaltsstoffe sind hier drin enthalten. Und es ist ja auch immer, je nachdem, was für eine Struktur die eigenen Wimpern so haben, ne, funktionieren manche Wimperntuschen halt besser und manche schlechter, das kann man nicht anders sagen. Und nur weil ein Produkt bei mir nicht funktioniert, heißt es ja auch nicht, dass es generell schlecht ist. Ne? Dann habe ich hier von Planet Revolution eine Face Palette, die Ocean Face Palette, die ist mir einfach zu krass. Ich kann es nicht anders definieren. Also mir ist der Highlighter zu glitzernd und Blush und Bronzer sind nicht als solches zu erkennen. Das ist halt eher für jemanden, der vielleicht damit einen Lidschattenlook machen möchte, weil da wäre es natürlich wie nass auf der Haut, ne? Das wäre natürlich cool, aber nee. Also wandert einfach weiter. Ich hatte diesen Boho Green Highlighter, glaube ich, irgendwo in der Box auch mit drin. Der ist halt zerbrochen schon angekommen. Der ist mir halt leider zu wenig. 03 Stardust ist hier die Farbbezeichnung. Für mich persönlich einfach zu wenig. Zu wenig, zu wenig. Kann man nicht anders sagen. Also ich habe jetzt ja auch heute einen Highlighter drauf, der relativ subtil rüberkommt. Also man sieht ihn, wenn ich mich so bewege. Ne? Der ist von Ila Maska. Den hatte ich auch mal irgendwo in der Box oder in einer Adventskalendergeschichte drin oder so. Sowas mag ich schon ganz gerne tragen. Ich mag es auch, wenn es noch ein bisschen intensiver ist. Aber den hier, den sehe ich wirklich fast gar nicht. Den könnte ich fast als Gesichtspuder verwenden. Deswegen, nee. Also ich habe viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist einfach zu wenig. Also tatsächlich, ich könnte dieses Flop-Video auch tatsächlich, das ist mir zu wenig, nennen. Denn hier habe ich von Barbour auch einen Bronzer drin, den Sun Bronzer, der mir auch zu wenig ist. Den habe ich auch nicht wirklich auf meinem Gesicht gesehen. Und der ist halt auch schimmernd, das heißt, so wirklich aufbauen lässt er sich halt auch da nicht wirklich, ne? Also ich weiß, dass als ich den in der Box hatte, dass viele geschrieben hatten, oh super, den hätte ich auch gerne, weil ich glaube, es gab auch die Blush-Variante davon.
ich packe den, glaube ich, mal in Trashisaurus rein, ne? Dass da jemand von den Mädels sich mal drüber freuen kann. Mal schauen. Müssen wir mal gucken, wo dann die einzelnen Produkte überhaupt landen. Das ist eine sehr, sehr neue Palette von Revolution. Kombucha Kiss Shadow Palette, die per se ganz gut ist. Aber ich habe viele Paletten in genau diesem Farbschema, die halt besser performen, ganz einfach gesagt. Und da brauche ich, wenn ich die 10. Revolution Palette gefühlt in meiner Sammlung haben, lasse ich die lieber weiter wandern, dass jemand anders da seine Freude dran hat. Also ne, sehr, sehr neu, habe ich auf Instagram, glaube ich, mit euch zusammen geschminkt. Und da sieht man auch direkt, das ist eine wunderschön warme Lidschattenpalette mit diesen Gelb-Orange-Pink-Tönen, ne? Wirklich toll. Aber ja, die Schimmer haben zu wenig Gravum, wobei ich teilweise hier dieses Gorsing und All or Nothing habe, die einfach von der Textur her deutlich anders sind als viele andere Schimmertöne von Revolution. Die kriege ich auf jeden Fall aufs Auge, wohingegen Light Up und Heating Up das Ganze etwas schwierig machen. Die matten Töne sind auch schön, die lassen sich auch toll verblenden und so, aber wie gesagt, ich habe einige von diesem Farbschema, weswegen ich die hier dann einfach weiter wandern lasse, aber ja, dafür, ne, das ist halt die Möglichkeit, dass man so ein gewisses Rotationsprinzip ja auch reinbringt. Irgendwie. Ja. Aber gut. Ja. Das ist auf jeden Fall die Revolution Palette, die ich hier auch auf dem Tisch liegen habe. Da kommen nämlich nachher noch einige, weil ich gerade auch bei meiner Lidschattenpalettensammlung dabei bin, bei den Buchstaben eher. Über Revolution bin ich schon hinaus. Ich bin jetzt gerade bei River Loves Me und die Lidschattenpalette, die ich jetzt drauf habe. Ich vergesse immer, wie die hat. Midnight Motion oder so aus einer LE. Mega geil. Also die ist traumhaft, ne? Kommen wir zu einer Foundation. Die habe ich, glaube ich, auch irgendwo im Trash mal bekommen. Becca Ultimate Coverage 24 Stunden Foundation. Habe ich hier in der Farbe Leinen. Ne? Die ist halt schon sehr, sehr hell. Das ist echt... Wie sagt Kati gerne? Kaspar der Geist? Ich sag's dir. Das ist echt krass. Die ist mir zu dick und zu trocken. Farbtechnisch könnte sie halt gerade noch so hinhauen, wenn ich halt so ordentlich Bronzer nehme oder sowas, ne? Aber die ist einfach von der Konsistenz zu pastig. Ich glaube einfach, entweder ist sie zu alt oder die ist halt einfach so, wie sie ist, weil sie ist ja Ultimate Coverage. Und je höher eine Deckkraft von der Foundation ist, desto trockener wird die auch auf der Haut. Dementsprechend... Ja, muss die jetzt leider gehen. Auch zwei Schätzeleins, die leider gehen müssen, sind zwei Benefit Bronzer, die ich habe. Da habe ich einmal den Hoola Light, der ist mir einfach zu light, also auch wieder zu hell. Könnte ich tatsächlich auch übers komplette Gesicht nehmen als Puder und das sage ich. Ich bin blass, wirklich sehr, sehr blass. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon geswatcht habe, keine Ahnung. Da ist halt noch diese Folie damit bei, aber ihr seht, wie hell der ist, ne? Wahnsinn. Und der normale Hoola, den habe ich jetzt auch in der einen oder anderen Face-Palette drin, den finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Damit komme ich eigentlich ganz gut klar, aber mit dem Hoola Light gar nicht. Genauso wenig komme ich mit dem Hoola Glow klar, weil der mir einfach zu glowy ist. Also es gibt einige, die da echt drauf stehen und die das auch echt feiern. Ich leider nicht, ne? Weil das irgendwie auf meinem Gesicht dann auch schnell fleckig aussieht und keine Ahnung, also ich finde es sehr, sehr schwierig, den halt so aufzutragen, dass es richtig gut aussieht. Vielleicht bin ich dafür einfach zu kühl vom Hautunterton her, ne? Mag alles sein, deswegen, ja, soll sich das im Trashy wahrscheinlich jemand nehmen, der da ein bisschen mehr Freude dran hat. So, jetzt kommen wir wieder zu meinen wundervollen Revolution Paletten. Ich habe echt einige aussortiert, ne? Ich habe nicht so viele behalten, weil ich wirklich enttäuscht war. Ja. Hier habe ich eine, die kommt aus dem Adventskalender, You're a Winner. Und da ist halt das Problem, die matten Töne sind wie immer schön, aber diese Schimmertöne, die kriege ich nicht aufs Auge. Die sind einfach zu schwach, auch wenn ich die mit dem Finger auftrage. Sobald ich dann quasi fertig mit Schminken bin und das Haus verlasse, schimmert nichts mehr auf meinem Auge. Und eine Lidschattenpalette zu nehmen und dann über die Schimmertöne noch was drüber zu geben, damit der Schimmer irgendwie wiederkommt, finde ich halt blöd, ne? Und das finde ich unsexy und deswegen muss diese Palette gehen. Farbschementechnisch ist es halt eine ganz klassische Palette, ne? Die mag man eigentlich wohl, aber ja, leider nein. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette, auch von Revolution, die Roxy, Roxosaurus. Das ist ein bisschen schade, weil die habe ich mal geschenkt gekriegt, aber das ist halt das Ding. Ich bin nicht so jemand, die sagt, Mensch, nur weil ich etwas geschenkt bekomme, muss ich das für immer behalten, weil das ist dumm. Also das sollte man niemals so machen. Man sollte sich halt auch von Geschenken trennen können. Und wenn jemand jemanden beschenkt, sollte die Person dann auch nicht sauer sein, wenn die beschenkte Person, die
das Produkt weitergibt, weil es bei ihr halt nicht funktioniert. Ganz egal, was es ist, ob es eine Lidschattenpalette ist, ein Fernseher ist oder sonst irgendwas. Also ich finde, dass ein Geschenk nicht dazu verpflichten sollte, es für immer und ewig zu behalten. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe ja auch meine Gründe, weswegen ich die leider nicht behalten möchte. Nämlich, das ist halt das Revolution-Problem. Es hält einfach nicht auf meinem Gesicht. Und die Schimmertöne, also die matten Töne sind eher pastellig, sehr dezent und zurückhaltend, wenn ich sie schminke. Und die Schimmertöne sind auch wieder so eine maue Geschichte, ne? Und das ist halt sehr traurig, ja. Aber ich glaube, dass sicherlich jemand, der nicht so farbtopfaffin ist wie ich, sich darüber freuen wird. Also ich weiß, bei meinen Freundinnen, die halt gerne zu Karneval auch irgendwie, ne, Spaß haben und sich da auch ein bisschen bunter mal schminken, dass die da deutlich besser mit klarkommen würden als ich, weil ich da einfach nicht, also das ist mir einfach zu wenig, ganz einfach. Es ist zu wenig. Dann habe ich einen Bronzer von Clarin, den ich jetzt aussortiert habe. Die sind so teuer, wenn man die kauft, ne? Ich habe den ja auch in der Watermelon-Variante. Da funktioniert er deutlich besser. Das ist Bronzing Compact Sun-Kissed Bronzing Powder. Ist immer eine Limited Edition, kommt, glaube ich, jedes Jahr aufs Neue raus. Kompakt Sonnenpuder und der ist mir zu rot. Also da sehe ich echt, also das soll man gar nicht so vermuten, wenn man den so im Pfännchen sieht, ne? Aber wenn ich ihn auftrage, ist er wirklich super, super rotstichig, viel zu warm für mich. Klar, ein Bronzer muss ja auch eine gewisse Wärme haben, aber ich habe einen kühlen, neutralen Unterton. Das heißt, wenn ich da einen Bronzer auftrage, die zu warm sind für mich, das sieht einfach nicht aus, ne? Wunderschön. Auf jeden Fall, ne? Wirklich so ein Schätzchen, das guckt man sich an, dann freut man sich, wenn man das sieht mit dieser Perforierung und so. Wunderschön, aber ja, wenn es halt auf dem Gesicht nicht aussieht, dann bringt es nichts, wenn es im Schrank liegt. Das ist eine Foundation, muss ich nochmal schütteln, von NARS. Also ich muss wirklich auch mal ehrlich zu mir selber sein und deswegen bin ich hardcore aktuell dabei, auch durch meine Foundations durchzugehen. Ich bin bei meinen High-End-Foundations fast durch, dann komme ich zu dem im mittleren Turm, also quasi weder Drogerie noch High-End und dann gehe ich irgendwann zur Drogerie. Es wird krass aussortiert, Leute. Ja, NARS muss gehen, weil NARS leider mich zu einem Simpson macht. All Day Luminous Weightless Foundation, das ist einmal diese hier. Ich finde sie gar nicht so weightless, weil, wie gesagt, sie einfach gelb ist. Ist in der Farbe Light 6 Ceylan und es ist einfach nicht meine Farbe, ne? Das ist traurig, weil die habe ich auch gekauft und die war auch nicht günstig. Aber ich habe eine andere NARS Foundation, die mir besser gefällt, definitiv, auch vom Farbton her. Aber es ist halt immer so die Sache. Man ist immer, wenn man online kauft, wirklich aufgeschmissen. Und es ist immer schwierig, wenn man so ein Produkt ausprobiert hat, das Produkt wirklich zurückzugeben. Ne? Das überlegt man sich ja direkt fünfmal. Deswegen bin ich immer sehr, sehr froh, dass ich meine Trashy-Mädels habe, dass man da halt einfach die Möglichkeit hat, Produkte zu tauschen. Und ja, dass wir da halt einfach ja, sowas, die Möglichkeit halt haben, ne? Dass sowas nicht im Müll landet oder sonst irgendwo verkommt, sondern dass man es halt weitergeben kann. Dann habe ich noch eine Foundation aussortiert, die ich jetzt nicht mehr hier habe. Die habe ich nämlich gestern an die liebe Maddie gegeben, an eine Freundin von mir. Und zwar ist das die Benefit Hello Happy Foundation in der Farbe 2 gewesen. Auch die war mir leider zu dunkel. Ich mochte die Foundation an und für sich sehr, sehr gerne. Also die hat auch ein schönes Hautbild gemacht. Ich habe mir die damals sogar extra nachgekauft. Und ich habe keine Ahnung, warum die auf einmal so viel dunkler geworden ist. Oder ob ich einfach realistischer geworden bin. Keine Ahnung, denn ich habe sie jetzt ja im Sommer auch ausprobiert, als ich meinen maximalen Teint hatte. Und da war sie mir einfach zu dunkel, zu gelb und es hat nicht funktioniert. Und ich hatte halt einfach volle Elle den Rand. Keine Ahnung. Naja, die ist auf jeden Fall gestern schon zu meiner Freundin gewandert, weil wir Mädelsabend hatten. Und dann hatte ich ihr die einfach aus der Kiste rausgenommen, weil sie ist ein bisschen dunkler vom Teint her wie ich. Und sie hatte mich nach einer guten Foundation gefragt und dann habe ich ihr die mitgebracht. Ich habe ja auch noch die aus dem letzten aussortiert Video Foundation gegeben von Dior, ist das, glaube ich, dass sie die auch mal ausprobiert, weil die auch echt zu dunkel für mich war. Von Revolution habe ich hier noch eine Palette aussortiert und zwar The Lion King. Ja, ich wollte sie eigentlich toll finden. Hakuna Matata, einfach weil ich mag König der Löwen. Höhle der Löwen mag ich auch, da habe ich gleich noch ein Produkt, aber König der Löwen mag ich gerne, bin ich mit groß geworden und das ist mir schon schwer gefallen, muss ich sagen. Ich habe sie ausprobiert, ich habe sie mehrfach verwendet und habe einfach gemerkt, dass auch hier wieder das gleiche Revolution-Problem da ist, nämlich Schimmertöne sind einfach nicht für mich gemacht.
Leider. Das sieht so wunderschön knallig aus. Als ich die im Rossmann gesehen habe, habe ich gedacht, boah, die werde ich lieben, die werde ich ständig verwenden. Aber die matten Töne sind einfach sowas von pastellig auf meinen Augen. Das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und die Schimmertöne sind einfach viel zu trocken im Pfännchen, dass sie halt auch einfach nicht schön aufs Auge kommen. Klar, wenn ich jetzt hier so die dunkleren Töne mir anschaue, die dunkleren Schimmertöne, die kommen etwas intensiver aufs Auge und bleiben auch auf dem Auge. Aber gerade so die hellen Töne, dieses hier, was ich mir auch so erhofft habe, dieses Grünschimmergedünsten, mega schön. Ja, aber auf dem Auge leider nicht zu sehen. Simba, ein Trauerspiel, als hätte ich einen matten Orangeton genommen. Ne? Also ganz, ganz blöd. Und das hat mich einfach geärgert und deswegen, ja, wird die auch den Besitzer wechseln dürfen. Und nur aus Sammlungszwecken, die jetzt zu behalten, nee. Einfach nee, 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 nee. Das möchte ich nicht mehr. Das macht auch gar keinen Sinn, ne? So, jetzt kommen wir zu den Produkten, wo ich mir nichts zu aufgeschrieben habe. Das sind auch wieder einige. Ich mache jetzt einfach mal mit Revolution weiter. Auch das ist eine recht neue Palette gewesen. Das ist I Heart Revolution Extra Tasty, diese Wassermelonenpalette, die ich auch total super erst fand, also von der Optik her und lange überlegt habe, ob ich sie mir jetzt hole oder nicht und da auch im Rossmann vorstand und dann gedacht habe, komm, nimm sie mal mit. Habe sie zu Hause ausprobiert und muss dann leider gestehen, dass auch hier wieder das gleiche Problem da ist. Und das ärgert mich so sehr. Also ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch mal irgendwann mir aktiv selber eine Revolution oder eine I Heart Revolution Palette kaufen möchte. Weil irgendwie fand ich damals, weiß ich nicht, man hat immer so über diese Qualität gelobt, ne, und gesagt, wie gut Revolution mit den Lidschattenpaletten und so ist und I Heart Revolution. Aber irgendwie, nee, also finde ich nicht. Finde ich tatsächlich mittlerweile einfach nicht mehr. Dann habe ich auch die Mad Love Palette, auch so eine wunderschön bunte von Revolution, wo ich das einfach, ach, ich mag diese Joker-Harley Quinn-Beziehung total gerne. Finde ich sehr spektakulär. Und das ist auch so eine Blechbüchsenverpackung, ne? Da stehen die Namen halt hier auf diesem Ding drauf, was ich auch furchtbar finde. Und hier auch wieder die Geschichte mit den Schimmertönen. Gut, wir haben hier oben so einen ganz krassen Schimmerton, den du aber mit Glitterglue auftragen musst, definitiv. Ne? Aber ansonsten sehr viele matte Töne, die okay sind. Ne? Aber ich habe da einfach dann nicht meine Freude mit. Also da habe ich wirklich mittlerweile zu einem vergleichbaren Preis Qualitäten, wo ich einfach mehr Freude mit habe. Ist wie das. Die habe ich jetzt leider auch aussortiert von Riva Loves Me. Das ist die Out of Space Palette. Eine der ersten, die ja auch in dem Riva Loves Me Sortiment drin waren. Ja, also auch da habe ich jetzt mittlerweile blau-lilane Paletten, die einfach deutlich besser performen bei mir. Schaut so aus. Da habe ich auch wieder ein Problem mit den Schimmertönen. Ich habe zwar noch die Loud and Proud auch bei mir, aber die habe ich tatsächlich auch nur bei mir, weil ich die matten Töne halt so richtig krass feiere. Die sind richtig, richtig gut. On point, lassen sich toll miteinander verblenden, haben eine richtig tolle Strahlkraft. Aber auch da sind die Schimmertöne eher mau. Da finde ich die hier von der Qualität her deutlich besser. Und das ist ja diese Midnight Motion Palette, habe ich ja eben schon gesagt. Viel, viel besser. Ne? Dann habe ich hier ein Produkt, das ist eine Nagelfeile. Die habe ich jetzt wieder auch in die Verpackung reingefrockelt. Hatte ich in der Glow Pro Box, die halt eine Special Edition mit der Hülle der Löwen war. Ich finde diese Nagelfeile nicht praktisch. Also für mich ist es keine gute Nagelfeile, weil ich damit nicht klarkomme. Meine Nägel, ich kriege da Gänsehaut von hier bis nach Meppen, wenn ich die anwende. Dann haben wir halt außen dieses Plastik. Und wenn ich dieses Plastik außen drum zu habe, komme ich halt nicht an meine Ecken ran. Ne? Weil ich habe halt, man sieht es ja vielleicht auch, recht runde Nägel. Es funktioniert einfach nicht. Nö, und deswegen lasse ich die jetzt weiter wandern. Ich habe die jetzt wirklich so ein, zwei Mal ausprobiert. Nee, die geht jetzt wieder weg. Dann habe ich hier ein Deo, was einfach stinkt und nicht, also stinkt es gut. Also ich stinke, weil es keine Wirkung hat. Flashy Flower von Bilou, 48 Stunden Deodorant. Nein, also ja, also vielleicht, aber halt nicht Schutz vor Stinky. Ne? 0% Aluminium, Antiflecken, kein Alkohol. Ja, mag alle wohl sein, aber das ist für mich tatsächlich nichts. Allerhand Nagellacke habe ich aussortiert, einfach weil ich diverse Adventskalender ausgepackt habe, wo auch Nagellacke drin enthalten waren. Und da habe ich dann halt einfach ausgetauscht, ne? Weil wenn dieser Turm hier voll ist, dann ist er voll. Und da habe ich aussortiert von Emasa Magic Finish diesen ja, Pink Fairy Tale Nagellack. Das ist eher so ein Überlack, ne?
Der ist eigentlich ganz hübsch. Dann von Astor Quick and Shine 304 Are You Red E. Also quasi ein richtig schönes Rot, was aber nicht ganz, wie soll ich das sagen? Es ist halt so transparent. Also du kannst quasi, wenn der Nagel wächst, kannst du durchgucken. Wisst ihr? Ne? So. Dann habe ich hier von Be Your Incredible Self with Nails Inc. Looking Super Juicy aussortiert. Der ist eigentlich haltbar, aber ich habe halt eine Farbe, die ein bisschen ähnlich und schöner ist. Von Tease habe ich diesen Überlack mal aussortiert. Das ist eigentlich ganz hübsch, weil du hast diese Goldpartikel da drin. Aber da habe ich jetzt einen anderen, den ich einfach schöner fand. Dann von Catrice aus der Neon-Reihe dieses mega krasse Gelb. Energizing Yellow heißt das. Von Maybelline Superstay 7 Days. Das ist einmal dieser hier. Das ist wirklich auch eine Farbe, die nicht jeder leiden kann. Wie heißt du denn? Golden Brown, die Nummer 19. Von Trend It Up, den Water-Based Nail Color Nagellack in der Farbe 630. Das ist eigentlich auch so ein schönes dunkles Türkis. Ne? Dann von L'Oreal, den hatte ich letztens aus Trashima rausgenommen. Das ist so ein Orange-Rot mit Goldpartikelschimmern drin. Ich glaube, der ist auch relativ... Also den kriegst du so nicht mehr zu kaufen, ne? Also schon ein altes Schätzelein. Aber an und für sich schön. Hier habe ich auch ein Drittel schon aufgebraucht, aber trotzdem. Näher ein Explosion von Riva Loves Me habe ich hier in der Farbe 03 Happy Days. Ja, der ist halt irgendwie ausgewechselt worden von einem anderen. Und den hier, den habe ich jetzt hier auch auf dem kleinen Finger. Der ist überhaupt nicht deckend. Ich habe da jetzt 4 Schichten von der Farbe drauf. Von Essie in der Farbe Summer Soul Styles. Guckt euch das mal an. Das ist echt traurig. Also es sind 4 Schichten. Ne? Also der hält ja. Ne? Also mein Nagellack generell ist jetzt schon, ich weiß nicht, fast 2 Wochen drauf. Aber der hält. Also die Farbe ist halt nicht deckend genug. Dann habe ich hier von Sophia und Mabey Extreme Hold Brow Gel aussortiert, weil das nicht gehalten hat, also meinen Ansprüchen nicht genügt hat. Das kommt in einem Full Face Beauty Boxen, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Von Six ist das ein Ohrring, der ist einfach von der falschen Seite. Also ich bräuchte da quasi das gespiegelte Produkt von, weil ich das hier nicht an mein zweites Ohrloch auf die rechte Seite geben kann, weil das dann quasi den Bogen in die falsche Richtung macht, ne? Weil ich möchte ja gerne dem Bogen meines Ohrs folgen und dann müsste ich das aber hierhin machen. Hier habe ich aber kein Loch, ne? Deswegen Ciao Kakao. Von Model Co. Instant Radiance habe ich ein Light Reflecting Skin Perfector aussortiert in der Farbe Luminous Sand. Das ist einfach zu dunkel. Ja. Also soll, glaube ich, ein Concealer sein. Ich hatte das beim Full Face Beauty Boxen jetzt fürs komplette Gesicht verwendet. Ist mir zu dunkel. Als Concealer wäre es mir viel zu dunkel, ne? Ein bisschen Pflege habe ich aussortiert und zwar von Hello Body Cara Look Illuminating Eye Cream. Die ist mir in die Augen gekrochen und die hat gekrümelt. Die habe ich mal morgens, mal abends verwendet, einfach um zu gucken, wo ich sie besser verwenden kann. Ich hätte sie natürlich jetzt auch auf meine Beine oder so schmieren können, um sie aufzubrauchen. Mache ich vielleicht auch noch, aber es ist halt irgendwie zu schade drum. Irgendwie, muss ich wirklich sagen. Ich habe da auch ein bisschen was von aufgebraucht. Wirklich, um sie auch eine Weile zu testen und um euch das halt sagen zu können. Ne? Klar, du hast dieses Illuminating-Gedönsen unterm Auge, wenn du es verwendest. Das heißt, es gibt so einen leichten Glow. Deswegen fand ich das morgens gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht nicht unbedingt dann sich danach schminken möchte, sondern halt einfach so aus dem Haus geht. Aber sie hat leider bei mir, ja, wie gesagt, ist dann in die Augen reingekrochen und hatte dann auch noch das Problem, dass sie gecreased hat richtig und gekrümelt hat. Das fand ich nicht so gut. Ich habe super viele Produkte von Nimya gekauft. Ne? Das ist ja die Marke von Niki Tutorials und sie hatte ja neue Lippenprodukte rausgebracht. Dann habe ich ja auch, also das komplette Sortiment habe ich mir gekauft, einfach um mal zu schauen. Von den Hautpflegeprodukten war ich leider überhaupt nicht überzeugt. Da habe ich hier einmal die Gesichtscreme, die man ja auch als Primer verwenden kann. Auch die war mir viel zu stark parfümiert und... zieht Fäden. Warum? Man weiß es nicht. Viel zu stark parfümiert. Die hat Schimmer mit drin. Das heißt, abends konnte ich die eh nicht verwenden, weil dann glitzert halt das ganze Kissen. Das muss auch nicht sein. Also... ja, und die hat halt irgendwie nicht mit Foundations bei mir zusammen funktioniert und so. Wear It All Starts Cream heißt die ja, ne? Also ich fand die nicht gut.
die geht jetzt weg. Genauso ist es halt hier auch mit diesem Serum. Ich finde, das hat irgendwie überhaupt keine Hautpflegeeigenschaften gegeben. Ich habe da auch nicht wenig von verwendet. Man wird es ja auch wahrscheinlich hier an der Seite sehen. Ne? Also ich habe da wirklich ordentlich versucht, das Produkt auch zu testen. Also mir gibt es nichts. Es gibt schon ein bisschen Glow, definitiv, also den optischen Effekt, aber ich brauche ja auch die Pflegewirkung. Ich habe dadurch jetzt keine Hautreizung oder sowas bekommen, aber mir fehlte einfach die Pflegewirkung. Und das erwarte ich ja von dem Serum. Das brauche ich ja auch, dass dann gewisse Eigenschaften gemacht werden. Sei es ein Plumping-Effekt oder ein glättender Effekt oder sonst irgendwas. Das hat einfach nur einen optischen Effekt gegeben. Das fand ich halt schade. Deswegen möchte ich das nicht aufbrauchen. Ich gebe das wahrscheinlich in Trashy weiter, dass jemand da mal gucken kann, ne, ob ihr das gefällt. Dieses Cooling Eye Stick habe ich ja, glaube ich, einmal verwendet und dann direkt gesagt, ciao Kakao. Habe ich nichts von. Also ich habe letztens erst ja auch, also im letzten Flop-Video müsstet ihr das ja auch gesehen haben, dieses von Essence aussortiert. Ich hatte mir hiervon auch wieder deutlich mehr erhofft, als dass es gegeben hätte. Ne? Also das hat vor allem auch noch gemacht, dass der Concealer ganz furchtbar sich abgetragen hat. Dementsprechend kann ich einfach nicht empfehlen, die Hautpflege von Nimya. Ist schade, ne? Man hört es auch tatsächlich von mehreren immer wieder. Also ich bin da nicht alleine mit. Dann habe ich zwei Wimpernseren ausprobiert. Einmal von Grace & Stella, das Lash Serum. Das hat bei mir einfach keinen Effekt gegeben, wandert dementsprechend weiter. Genauso verhält es sich auch mit dem von Hugo. Das ist dieses Le Booster Lash and Eyebrow Conditioner. Das wird auch weiter wandern, weil das bei mir nichts gebracht hat. Ja. Ich habe jetzt das von Özlem in Anwendung, das Lash Lamp. Das finde ich total großartig. Das macht bei mir halt auch richtig was. Und da kann ich halt wirklich sagen, Leute, das empfehle ich euch volle Elle. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch das mal verlinkt. Und Özlem Elanelo, man kennt sie hier auf YouTube, glaube ich, auch ganz gut. Dementsprechend, ja, coole Frau. Und guckt euch einfach mal bei ihr an, was es auch bei ihr bewirkt hat. Oder auch auf der Instagram-Homepage Elanelo Shop. Ne? Da haben auch manche Kunden dann Reviews gegeben, Vorher-Nachher-Bilder und so weiter. Also mega. Als letztes Produkt habe ich hier von Estee Lauder einen Lippenstift und zwar den Pure Color Envy Lipstick in der Farbe 535 Pretty Vain. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viele rote oder auch pinke Lippenstifte, sodass der hier jetzt einfach gehen darf. Und das ist halt schon ein krasses Pink, man sieht es, ne? Und ja, da habe ich jetzt einige von, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch das ist ein sehr hochwertiges Produkt, definitiv, aber man muss sich auch mal trennen von Dingen. Und da brauche ich jetzt nicht 5 pinke Lippenstifte. So, das waren jetzt hier meine Flop-Produkte aus der aktuellen Zeit. Es ist jetzt heute der 15. September. Ich bin gespannt, wann das Video online geht. Es ist doch schon wieder ganz schön viel geworden, ne? Aber gut, befreit ja auch ein Stück weit. Und vielleicht konntet ihr, während ich euch meine aussortierten Produkte gezeigt habe, eure Sammlung auch ein bisschen aussortieren. Schreibt mir mal gerne, was ihr während des Videos gemacht habt, unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn das Video dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert, plattgemacht, Rampapam, Tüdelü-Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!